In Österreich sind doppelt so viele Menschen mit dem Coronavirus infiziert, als wir bisher wussten. Guten Abend, herzlich willkommen zur ZIB 2. Frühstart. Wie viele Menschen haben wirklich Corona? Das sollen die Massentests im Dezember klären. Das bisher so skeptische Wien startet jetzt überraschend als erstes Bundesland. Winterpause. Die deutsche Bundeskanzlerin setzt sich für eine europaweite Verschiebung des Starts der Skisaison auf Jänner ein. Die österreichische Regierung ist dagegen. Dazu ist Tourismusministerin Elisabeth Köstinger live zu Gast. Hürdenlauf. Wie die Regierung künftig eine Mindestleistung von Studierenden einfordern will. Wie viele Menschen in Österreich sind wirklich mit dem Coronavirus infiziert? Deutlich mehr als offiziell bekannt, so viel ist sicher. Und das geht auch aus einer heute veröffentlichten Dunkelzifferstudie hervor. Die geht nämlich von doppelt so vielen Infizierten aus. Aber das ist eine Hochrechnung. Ein besseres Bild erhofft man sich von den Massentests vor Weihnachten, für die es jetzt auch Termine gibt. Wien startet deutlich früher als erwartet, nämlich bereits am kommenden Mittwoch, am 2. Dezember. Die Tests sollen dann bis 13. Dezember laufen. Am 1. Dezember Wochenende werden Tirol und Vorarlberg testen, von 10. bis 15. Dezember das Burgenland, von 11. bis 14. Oberösterreich, am Wochenende 12. bis 13. Dezember Salzburg und Kärnten. Nur Niederösterreich und die Steiermark haben noch keine fixen Testtermine bekannt gegeben. Wie das alles ablaufen soll und was man sich von den Massentests wirklich erwarten kann, das hat sich Christoph Benders angeschaut. Jetzt soll alles ganz schnell gehen. 1,2 Millionen Tests von Anfang bis zum 13. Dezember, so das ambitionierte Ziel Wiens. In der Messehalle beim Prater, der Stadthalle und der Marxhalle sollen in 300 Testlinien täglich bis zu 150.000 Personen abgefertigt werden. Die Wiener Lösung kommt unerwartet. Noch gestern hatte Stadtrat Peter Hacker betont, dass für ihn zu viele Fragen ungeklärt seien, um Massentests durchzuführen. Er bevorzuge zielgerichtete Großtestungen, etwa von Pflegeheimen oder Spitälern. Das Vorpreschen der westlichen Bundesländer gestern dürfte zur Meinungsänderung beigetragen haben. Zu Recht hat als allererstes Vorarlberg und dann mehrere Bundesländer gesagt, man sollte die Tests für die gesamte Bevölkerung spätestens am 13. machen, weil dann eine 10-tägige Quarantäne zu Weihnachten zu Ende ist. Und es gilt natürlich dann auch für die Wienerinnen und Wiener, weil warum sollten die dann zu Weihnachten in Quarantäne sein? Verteidigungsministerin Tanner zeigte sich heute in einer Aussendung überrascht. Ein Start Anfang Dezember sei für eine Millionenstadt wie Wien ein sehr ambitioniertes Ziel. Ja, sie kann nur überrascht sein, dass es ernst war, was ich ja gestern an einem langen Telefonat erzählt habe. Wir haben den zentralen Koordinator im Gesundheitsministerium informiert, wir haben den Militärkommandanten informiert und gesagt, das ist das Ergebnis unserer Planungsgruppe. Letztens auch unter der Prämisse der Aussagen aus den westlichen Bundesländern. Symptomlose Fälle zu erkennen, ein Hauptziel der Massentests. Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten in Österreich ist tatsächlich mehr als doppelt so hoch wie bekannt, so die Ergebnisse einer im Auftrag des Bildungsministeriums durchgeführten Dunkelzifferstudie. Im Erhebungszeitraum kurz vor dem zweiten Lockdown zeigten sich hochgerechnet 228.000 Infektionen. Das sind 3,1% der Menschen in Österreich. Offiziell bekannt waren nur halb so viele, so die Studienleiter. Was hier auch interessant ist, dass vor allem diese unentdeckten, behördlich unentdeckten Fälle weniger Symptome aufweisen. Das heißt, 70% dieser Personen haben maximal ein Symptom angegeben oder gar kein Symptom angegeben. Das heißt, vor allem diese unentdeckten, symptomfreien Fälle sind hier, finde ich, ein wichtiges Ergebnis für die zukünftige Forschung. Österreichweit sind die Planungen für die Massentests auf völlig unterschiedlichen Stufen, wie eine Zwischenbilanz des Bundesheeres zeigt, dass die Massentests federführend durchführen soll. Die Slowakei hat heute übrigens bekannt gegeben, die geplante Wiederholung der Massentests auf ein unbestimmtes Datum zu verschieben. Und der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker, den Sie gerade gesehen haben und der ja lange sehr skeptisch gegenüber diesen Massentests war, ist heute zu Gast in der ZIB-Nacht bei Roman Raffreider um 23 Uhr in ORF 1.
Wie gefährlich ist Skifahren? Und nein, es geht jetzt nicht um Kreuzbandrisse, Schulterluxationen und Gehirnerschütterungen. Es geht auch hier um Corona. Italien und Frankreich, Länder mit großen Skigebieten, setzen, sicher ist sicher, wollen ihre Skigebiete über Weihnachten geschlossen halten. Deutschland hat zwar deutlich weniger Skigebiete, aber viele Skiurlauber und die kommen normalerweise gerne nach Österreich. Das sollen sie heuer über Weihnachten und Neujahr aber bleiben lassen, richtet die deutsche Bundeskanzlerin aus, die sich für eine europaweite Verschiebung des Saisonstarts einsetzt. Österreich ist dagegen. Bevor ich die Tourismusministerin frage, warum, Alexandra Siebenhofer und Miriam Beller mit Stimmen und Stimmung. Sonst sind sie oft nicht einer Meinung, diesmal aber schon und das erstaunlich schnell. Wir können uns wegen der Ansteckungsgefahr heuer keinen Skiurlaub erlauben, sagt am Dienstag Italiens Premier Giuseppe Conte, sehr zum Ärger der norditalienischen Skigebiete. Am selben Tag kündigt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron an, die französischen Skiregionen bis Anfang Jänner zu schließen. Und die deutsche Kanzlerin Angela Merkel will sich in Europa um eine Abstimmung bemühen, ob wir alle Skigebiete schließen könnten. Sieht leider nicht so aus, wenn man die österreichischen Verlautbarungen hört, dass uns das so einfach gelingen könnte, aber wir werden es noch einmal versuchen. Halb Europa ist im Frühjahr, Mitteleuropa ist im Frühjahr von Ischgl aus mit infiziert worden. Das ist also auch kein Spaß, sagt heute der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Und er hält fest, Deutsche, die nach Österreich fahren, müssen danach 10 Tage in Quarantäne. Der Verdienstausfall wird nicht vom Staat ersetzt. Und wir haben heute nochmal klargemacht, das gilt nicht nur für längere Reisen, sondern auch für Tagesausflüge. Also Tagesausflüge nur zum Zweck des Skifahrens löst dann auch die entsprechenden Einreise-Quarantäne-Vorschriften aus. Ohne deutsche Gäste aufsperren? Für so manchen Hotelier im Skigebiet zahlt sich das nicht mehr aus. Im Mont Davon rechnet man derzeit zumindest mit Gästen aus der Schweiz, wenn die Skigebiete offen bleiben. Tja, man schläft schlecht, man geht in Vorbereitung, man bleibt positiv. Wir informieren immer wieder unsere Mitarbeiter und man wartet halt eigentlich jede Pressekonferenz ab, was kommt Neues. Es ist so ein Fahren auf Sicht. Sollten die Skiregionen schließen, brauche es auch eine Lösung für die Hotels. Also wenn die Skigebiete zulassen müssten und wir dürften aufmachen, das wäre das Schlimmste, was passieren würde. Denn die meisten Gäste kommen zum Skifahren und würden dann wohl auf die Schweiz ausweichen. Dort bereitet man den Beginn der Skisaison vor, obwohl man vor 2 Wochen noch höhere Infektionszahlen hatte als Österreich. Skifahren an sich sei nicht das große Problem, aber das Drumherum. Anstellen bei den Liften, enge Gondeln, Freizeitunfälle, sagt der Virologe. Die Situation in den Spitälern ist nach wie vor angespannt und wir können natürlich keine unnötigen Infektionen und auch vermeidbare Verletzungen derzeit gar nicht gebrauchen. Denn auch ohne Skiunfälle wird zu Weihnachten die Auslastung in den Spitälern wohl hoch sein. Live in unserem Interviewstudio ist uns jetzt Tourismusministerin Elisabeth Köstinger zugeschaltet. Guten Abend. Schönen guten Abend. Frau Ministerin, wir reden seit Wochen darüber, ob die Spitalskapazitäten in Österreich reichen. Wir reden darüber, ob wir zu Weihnachten in 4 Wochen unsere allerengsten Angehörigen sehen können. Ist da wirklich Platz, ernsthaft darüber nachzudenken, in 4 Wochen einen Skiurlaub in Österreich abzuhalten? Also wir stehen alle gemeinsam in ganz Europa vor einer sehr schwierigen Situation. Wir sind aktuell auch in einem Lockdown, um die Zahlen nach unten zu bringen, die Infektionszahlen, wollen vor allem auch mit den Massentestern wieder starten, um viele der Infizierten auch herauszufiltern, um dann vor allem ein behutsames Wiederhochfahren zu ermöglichen. Ich halte nichts von dem Vorstoß Frankreich, Italiens und Deutschlands. Auch wir geben Italien nicht vor, wie nächstes Jahr der Karneval auszuschauen hat oder wann in Frankreich der Louvre wieder öffnet, geschweige denn, ob Deutschland die Schulen aufsperren soll oder zusperren soll. Natürlich steht die Gesundheit der Menschen an oberster Stelle und weitere Öffnungsschritte werden immer die Infektionszahlen und vor allem auch die Belastung im Gesundheitssystem im Auge behalten. Frau Ministerin, wir haben keinen
Karneval in Österreich? Also den Vergleich jetzt herbeizuziehen, das ist ein bisschen schwierig. Wie Sie selber gesagt haben, wir sind in Europa alle in derselben Situation und die Erfahrungswerte sind überall dieselben. Wir haben im Sommer zwar eine Tourismussaison gehabt, damals hatten wir aber nicht 100 Tote am Tag. Damals hatten wir nicht diese vollen Intensivstationen. Wie kann unter dieser Situation, wie ich sie jetzt beschrieben habe, und wir wissen, es gibt keinen Unterricht an den Schulen, man kann nicht ins Theater gehen, man kann nicht in Restaurants gehen, wir können nicht mal unsere Weihnachtseinkäufe in den Einkaufsstraßen erledigen. Ist es nicht völlig absurd zu glauben, dass wir in 4 Wochen normalen Skiurlaub machen können? Wir haben bereits mehrmals auch festgehalten, dass ein Wiederöffnen immer von den Infektionszahlen abhängen wird, vor allem von der Belastung im Gesundheitssystem abhängen wird, dass das auch behutsam passieren wird. Wir werden aber gleichzeitig in den nächsten Tagen bereits mit den Massentests auch starten. Wir haben gesehen, dass das in der Slowakei oder auch in Südtirol einen ganz guten Erfolg mit sich gebracht hat. Und zur Frage des Wintertourismus ist schon zu sagen, dass man sich auf der Skipiste beim Skifahren das Coronavirus nicht holt. Das ist vor allem auch aus der Vergangenheit und das haben wir in den letzten und ersten Monaten des Coronavirus gesehen, sehr oft halt dann beim Feiern danach und das schließen wir mit Sicherheit heuer aus. Die wenigsten Menschen kommen natürlich mit dem Helikopter auf die Piste, also man muss sich anstellen, man muss in Gondeln sitzen, in Seilbahnen, also da kommt noch einiges dazu. Plus, viele Menschen verletzen sich beim Skifahren. 30.000 Wintersportlerinnen und Wintersportler so schwer, dass sie im Krankenhaus landen. Wir haben vorher gerade den Professor Lamprecht gehört aus Linz. Die Situation ist nach wie vor sehr, sehr angespannt. Die Grippesaison beginnt erst jetzt. Es werden weitere Corona-Patienten kommen. Kann man da dieses Risiko eingehen und sagen, na ja, mein Gott, dann kommen halt noch ein paar andere Patientinnen und Patienten dazu? Also Sie haben speziell mit den Seilbahnen ein sehr wichtiges Thema angesprochen. Wir haben eine ähnliche Herausforderung auch im öffentlichen Verkehr, erleben das tagtäglich auch im Frühverkehr mit den U-Bahnen, wo tausende Menschen dann auch zur Arbeit kommen und zur Arbeit gehen. Auch hier haben die Seilbahnbetreiber bereits Sicherheitskonzepte vorgelegt. Es sind vor allem die Ein- und Ausstiegsstellen, die neuralgischen Punkte. Und wir werden alles dafür tun und vor allem die Tourismusbranche selber hat ihr größtes Interesse daran, dass die Menschen gesund bleiben, dass sie sich wirklich auch gut erholen und dass sie halt auch wieder etwas Freiraum zurückgewinnen, weil ich glaube, die letzten Monate waren für alle von uns wirklich eine große Herausforderung. Sie haben die Sicherheitskonzepte angesprochen. Solche Sicherheitskonzepte gibt es natürlich auch in anderen Branchen. Auch die Gastronomie, wissen Sie natürlich sehr, sehr gut, hat Hygienekonzepte vorgelegt. Schulen haben das getan, der Handel hat das getan, Theater, die ganze Veranstaltungsbranche. Das nützt Ihnen nur alles nichts. Es ist derzeit alles zu. Die Schulen sind im Distance Learning. Also das ist eine sehr spezielle Situation nach wie vor. Sie haben gesagt, es wird behutsam geöffnet. Wo steht denn auf Ihrer Prioritätenliste, der Prioritätenliste der Bundesregierung, der Wintertourismus? Nach dem Handel, vor dem Handel, nach den Theatern, wo steht er? Ja, Sie haben zu Beginn etwas sehr Wichtiges angesprochen, die Gastronomie und die Hotellerie. Wir haben vor allem aus den Clusteranalysen des Gesundheitsministeriums gesehen, dass da wirklich nur eine geringe Anzahl an Infektionen passiert sind. Die Betriebe haben dafür Sorge getragen, dass die Tische die Abstände einhalten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Mund-Nasen-Schutz getragen. Wir haben ein flächendeckendes Testprogramm für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Tourismus, in der Gastronomie. Also hier wird wirklich schon sehr viel getan. Und wir haben ja schon einmal Lockerungen vollzogen. Wir sind recht gut aus der ersten Welle der Corona-Infektionen gekommen. Wir haben dann auch in den ersten Schritten quasi die Schulen wieder aufgesperrt, den Handel wieder aufgesperrt, auch hier immer mit Einschränkungen. Also die Türen gehen von heute auf morgen wieder auf und alles ist so wie vorher, sondern auch das sehr behutsam. Und so wie im Frühjahr auch, gibt es dann halt den weiteren Öffnungsschritt, beispielsweise eben auch mit Wintersport. Aber wo steht in der Prioritätenliste, noch einmal gefragt, der Wintertourismus? Es werden die Schulen und der Handel erst geöffnet, habe ich zumindest so verstanden. Aber was passiert dann? Es wird von den Infektionszahlen abhängen, wann wir diese Öffnungen machen können. Sie sind aktuell nach wie vor sehr hoch. Wir versuchen vor allem mit den Massentests jetzt Anfang Dezember hier auch die positiven Fälle herauszufiltern, die oft asymptomatisch sind, aber trotzdem infizieren. Damit werden aber dann vor allem auch die Infektionszahlen in einem ersten Schritt ansteigen. Auch das haben wir beispielsweise in der Slowakei gesehen. Danach fallen sie aber natürlich wieder rapide herab, weil man dann das Virus auch besser in den Griff bekommt und Infektionsketten durchbrechen kann.
Die Frage, wer heuer auf Skiurlaub fahren kann, richtet sich in allererster Linie an die österreichischen Urlauberinnen und Urlauber. Die Deutschen werden eher nicht kommen, wenn wir die Bundeskanzlerin und den bayerischen Ministerpräsidenten richtig verstanden haben. Und das war schon sehr deutlich. Nicht wenige Tourismusbetriebe, auch das haben wir im Beitrag gezeigt, sagen jetzt, zu uns kommen eigentlich nur sehr wenige Österreicher. 10-20% sind in manchen Betrieben und die machen daher gar nicht mehr auf. Was würde denn eigentlich dagegen sprechen, auf Nummer sicher zu gehen, wie wir das jetzt ja auch tun, indem wir all diese Entbehrungen auf uns nehmen und zu sagen, auch im Wintertourismus gehen wir die vorsichtige Variante und verschieben auf Jänner und gehen 10., 15. Jänner in eine sichere Saison, die dauert ja ohnehin bis Ostern, das ist etwa Anfang April im nächsten Jahr, und lassen das jetzt mal sein für heuer. Es wird von den Infektionszahlen abhängen, wann dieser Öffnungsschritt vollzogen wird. Aber, und das ist an dieser Stelle wirklich auch gesagt, die Tourismusbetriebe, die Hoteliers, die Privatzimmervermieter, es ist eine riesengroße Branche, die auch am Tourismus hängt, hat bereits im Sommer auch Sicherheitskonzepte erarbeitet. Ein ganz wichtiger Schlüssel ist, dass es Après-Ski in der Form, wie wir es kennen, heuer mit Sicherheit nicht geben wird. Aber vor allem eben Wandern in der freien Natur, Skitouren gehen oder auch Skifahren, das soll durchaus auch möglich sein, sofern es die Infektionszahlen noch zulassen. Wenn es jetzt ums Skifahren direkt geht, um die Liftanlagen, da brauchen natürlich alle auch einen gewissen Vorlauf in den Wintersportgebieten, denn die bieten ja nicht nur das Skifahren an, da kommt ja vieles dazu. Das Personal ist derzeit in Kurzarbeit oder überhaupt arbeitslos gemeldet. Daher die Frage, wann werden Sie entscheiden und auf welcher Basis? Wenn die Infektionszahlen etwa in einer Woche weiterhin über 3000 sind, kann man dann in Österreich zu Weihnachten Skifahren oder nicht? Die Planungssicherheit ist tatsächlich das Wichtigste für die Betriebe. Ein Hotel kann man nicht von heute auf morgen wieder hochfahren. Es braucht mindestens eine Vorlaufzeit von 2 Wochen. Das ist das Minimum, um einfach einen Mitarbeiter wieder einstellen zu können, um den Betrieb auch wieder hochzufahren, das Hotel auf Vordermann zu bringen. Dementsprechend wird es dann halt eben auch diese Vorlaufzeit geben. Gleichzeitig ist aber auch dazu zu sagen, für uns in Österreich ist der Wintertourismus enorm wichtig. Und da geht es nicht um das eine Hotel, das irgendwo am Berg steht, sondern es ist eine riesengroße Branche, die eben auch zuliefert. Das fängt von Lebensmittelproduktion an und hört beispielsweise auch beim Baugewerbe auf, das von den Folgeaufträgen und Investitionen abhängt. Für uns in Österreich hängen 750.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Tourismus. Das sind Existenzen, die zum Teil da wirklich auch gefährdet sind. Und da werden wir natürlich auf der einen Seite für maximale Sicherheit sorgen, die Entscheidung treffen, wenn es eben auch die Gesundheitslage zulässt, die Infektionszahlen nach unten gehen. Aber gleichzeitig werden wir hier auch die Betriebe und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestmöglich unterstützen. Ganz kurz noch nachgefragt, dass dieses Spannungsfeld Wirtschaft versus Gesundheit ein extremes ist. In dem bewegen wir uns das ganze Jahr über. Und das ist extrem herausfordernd ist, für alle, die Entscheidungen treffen, ist völlig klar. Aber noch einmal die Frage, weil Sie gesagt haben, die Zahlen müssen nach unten gehen. Wenn sie nicht unter 3000 sind, heißt das dann, diese Saison ist für heuer, für das Jahr 2020 gelaufen? Das Gesundheitsministerium und die Experten beraten und analysieren die aktuellen Zahlen. Wir sehen jetzt die Auswirkungen aus dem ersten leichten Lockdown. In der nächsten Woche wird auch sichtbar sein, was dieser vollständige Lockdown zur Folge hat. Danach werden wir mit den Massentests natürlich auch einen Anstieg an Infektionszahlen sehen. Das ist vollkommen klar. Wenn man Millionen Tests durchführt, findet man natürlich auch viel mehr Infizierte. Aber danach wird eben auch wieder hochfahren möglich sein, und das wird durchaus behutsam sein. Wir haben kein Interesse daran, auch als Tourismusland Österreich, dass ausgehend aus Hotellerie, aus Gastronomie sich weitere Infektionsquellen auch irgendwo entwickeln. Wir werden das sehr behutsam machen mit der Branche, aber das Virus verbreitet sich nicht auf den Skipisten, sondern vor allem auch in geschlossenen Innenräumen, vor allem wenn man auch irgendwie sich trifft, gemeinsam feiert, und das müssen wir leider für heuer in der Form ausschließen.
Wir sind schon weit über unsere Zeit, aber die Zahl habe ich jetzt keine gehört. Sie werden keine nennen, die für Sie ein Parameter ist. Das wird von der Analyse auch der Gesundheitsexperten abhängen. Wir haben kein Interesse daran, den Tourismus frühzeitig zu starten. Ganz im Gegenteil, auch wir haben immer die Lage im Gesundheitssystem vor Augen, beobachten das sehr intensiv, werden gleichzeitig die Betriebe und die Mitarbeiter bestmöglich unterstützen. Der aktuelle Umsatzersatz hat hier wirklich auch schon für massive Linderung gesorgt und bringt Liquidität auch für die nächsten Wochen. Und genau so werden wir auch weiter vorgehen. Aber, und das ist schon entscheidend, wir werden die Entscheidungen in Österreich selber treffen. Ein Verurteilen des Wintertourismus, das wird es so in Österreich nicht geben. Wir werden das eben, wie gesagt, sehr behutsam machen. Ein späterer Start ist möglich, aber noch keine Entscheidung. Vielen Dank, Frau Ministerin, fürs Kommen. Vielen herzlichen Dank. Und damit wechseln wir das Thema und schauen an die Universitäten, an denen ja derzeit kaum Studierende zu sehen sind. Das berühmte Distance Learning ist auch da der Grund dafür. Für die Studierenden, die sich an den Unis auch sonst nicht so wahnsinnig oft und vor allem intensiv blicken lassen, könnte sich demnächst einiges ändern. Das Bildungsministerium will in den nächsten Tagen einen Gesetzesentwurf vorlegen, in dem eine sogenannte Mindestleistung festgeschrieben wird. Und wer die nicht erfüllt, der muss mit Konsequenzen rechnen. Regina Pöll hat mehr dazu herausgefunden. Das Studentenleben, es wird dann doch ein bisschen schwerer, auch abseits von Corona. Aber nicht ganz so schwer wie ursprünglich geplant. Es geht um die verschiedenen Leistungen, die Studentinnen und Studenten im Laufe ihres Studiums erbringen, umgewandelt und abgerechnet in sogenannten ECTS-Punkten. Hier verlangt die Regierung künftig eine Mindestleistung. Zunächst wollten ÖVP und Grüne durchsetzen, dass Studenten ab dem nächsten Studienjahr mindestens 16 ECTS-Punkte in einem Jahr vorweisen müssen. Nach den neuen Plänen sollen es 24 Punkte innerhalb von 2 Jahren sein. Sonst würde der oder die Betroffene die Zulassung zum Studium verlieren. Nach Protesten der Studenten hat sich das Bildungsministerium bewegt und bestätigt den Kompromiss, über den zuerst der Standard berichtet hat. Die künftig notwendigen 24 Punkte entsprechen etwa einem Fünftel der Leistung, die man erbringen müsste, um in der Mindeststudienzeit zu bleiben. Der Hochschülerschaft ist das immer noch zu viel, etwa auch für berufstätige Studentinnen und Studenten. Und? Also ich hasse immer nur die Mindeststudienleistung ganz grundsätzlich kritisch, weil wir unter anderem in Österreich nur faktisch keine Harmonisierung der ECDS haben. Also wir haben keine ECDS-Gerechtigkeit. Das heißt eben, dass ein ECDS auf der TU Wien beispielsweise gleich viel wert sein soll wie auf einer anderen technischen Universität in Österreich. Das Ministerium argumentiert die Mindestleistung damit, dass Karteileichen weg sollen, genauso wie Doppel- oder Dreifachstudenten aufgedeckt, wenn sie einzelne Studien gar nicht ernsthaft betreiben. In der Kritik steht die Regierung auch wegen eines zweiten großen Punktes der Uni-Reform, der geplanten Machtverschiebung. Den Studienplan soll ab dem nächsten Jahr nämlich das Ministerium über das Rektorat bestimmen, also etwa wie straff ein Studium organisiert werden muss und welche Elemente Pflicht sind. Die Unisenate, die alle Angehörigen an den Universitäten repräsentieren, sollen nicht mehr mitreden und warnen. Das wird nicht funktionieren und das funktioniert nicht, wenn ich ein Gremium, das Rektorat, das derzeit in diesem Prozess eben nicht involviert ist, jetzt beauftrage, Richtlinien dafür vorzugeben. Es ist einfach so, dass wir sehr ausdifferenzierte Studien haben. Und ob es da hilfreich ist, sozusagen jetzt mit Regelungen von außen drüber zu fahren, bezweifle ich außerordentlich. Auch bei der Wiederbestellung von Rektoren und Rektorinnen sollen die Senate künftig nichts mehr zu sagen haben, sondern die Uniräte allein entscheiden. Damit ist auch aufgrund der Besetzung dieser Universitätsräte, die vom Rechnungshof massiv kritisiert wurde, die eben zur Hälfte durch die Bundesregierung erfolgt, dem politischen Einfluss Tür und Tor geöffnet. Und das tut einer autonomen Universität, die auch Freiheit von Forschung, Lehre und Kunst garantieren soll, nicht gut. Das Bildungsministerium will die kolportierte Machtverschiebung heute nicht kommentieren. Es verweist auf den Gesetzesentwurf, der in wenigen Tagen vorliegen soll. Die Uni-Reform auch wegen Corona verschieben. Solchen Wünschen will man jedenfalls nicht nachkommen.
Das Ultimatum der äthiopischen Regierung ist abgelaufen und damit sind wir in der ZIP 2 in der Außenpolitik angekommen. Äthiopien steht damit vor einer Offensive auf die Hauptstadt der umstrittenen Region Tigray im Norden des Landes, auf Mekelle. Die Offensive ist gegen die Volksbefreiungsfront gerichtet, die 30 Jahre lang über ganz Äthiopien geherrscht hat. Jetzt ist Tigray abtrünnig und der Regierungschef antwortet auf diese Spaltungsversuche mit einer Militäroffensive. Die Folge, tausende Menschen flüchten. Claudia Lind mit den Einzelheiten. Die internationale Staatengemeinschaft ist alarmiert. Im Südosten des Sudan kommen immer mehr Flüchtlinge aus Tigray an. Viele nehmen die Furt über den Fluss Dekese. Bisher sind mehr als 40.000 Menschen im Sudan gestrandet. Es ist auf einmal losgegangen. Wir haben das überhaupt nicht erwartet. Es sind die Spannungen zwischen Amhara und Tigray, die haben das ausgelöst. In einem Flüchtlingslager erzählt die Äthiopierin Terhas, wie sie 14 Tage unterwegs war auf der Flucht vor den Kämpfen, wie sie auf dem Weg ihren Sohn geboren hat und nun völlig auf die Gaben der UNO angewiesen ist. Sie hat keine Kleider zum Wechseln und kann ihr Baby nicht stillen. Viele Frauen sind mit Neugeborenen und kleinen Kindern vor den Kämpfen geflohen. Die Regierung in Addis Abeba hat Zivilisten aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Der Premierminister hat gestern ein Ultimatum von 72 Stunden verkündet, um den Einwohnern von Mekelle klarzumachen, der Anfang vom Ende ist in Reichweite. Unsere Verteidigungskräfte haben Mekelle völlig eingekesselt. Die äthiopische Regierung fordert mit dem Ultimatum nicht nur dazu auf, die Stadt zu verlassen. Die regierende Volksbefreiungsfront soll aufgeben. Die Kämpfe toben seit Anfang November. Der Flughafen von Exem und vieles der Infrastruktur in Tigray sind bereits zerstört. Vor allem von Gräueltaten an 600 Zivilisten berichtet der Leiter der äthiopischen Menschenrechtskommission, David Bekele. Sie haben den Tatort persönlich besichtigt, ein Massengrab-Tatort. Es sind auch noch Leichen in der Stadt herumgelegen, denn als sie ankamen, war alles soeben geschehen. Die Volksbefreiungsfront weist sämtliche Anschuldigungen zurück und klagt ihrerseits die äthiopische Armee an. Abiy's Armee ist sehr daran interessiert, Zivilisten zu töten. Ministerpräsident Abiy Ahmed verurteilt die Gräueltaten. Doch die Tigray-Volksbefreiungsfront hat Äthiopien jahrelang dominiert. Sie erkennt Abiy Ahmed nicht an und umgekehrt. Derzeit erscheint der junge Ministerpräsident wie ein Zauberlehrling, der seinem Land zuerst frischen Wind und Prosperität gebracht hat. Doch die neue Freiheit endet im Kräftemessen um die Region Tigray. Und nun führt ein Friedensnobelpreisträger Krieg um die Einheit Äthiopiens. Claudia Lind hat berichtet und bei uns geht's weiter mit den Meldungen des Tages. Der Nationalrat hat den Finanzrahmen für die kommenden 4 Jahre erneut beschließen müssen. Grund war ein Formalfehler. Bei einem Abänderungsantrag hatte eine Unterschrift gefehlt. Die Opposition verweigerte auch im zweiten Durchlauf die Zustimmung. In Israel ist die Zahl der Neuinfektionen mit mehr als 1.000 Fällen auf den höchsten Stand seit rund 4 Wochen gestiegen. Mitte September hatte die israelische Regierung einen zweiten Lockdown verhängt. Mitte Oktober war dann wieder schrittweise gelockert worden. Millionen Amerikaner reisen trotz Corona zum Erntedankfest Thanksgiving zu ihren Familien. Angesichts des dramatischen Anstiegs an Neuinfektionen appelliert der gewählte US-Präsident Joe Biden an die Bevölkerung, auf derartige Zusammenkünfte zu verzichten. In Argentinien ist es bei der Totenwache für Fußballidol Diego Maradona zu Ausschreitungen gekommen. Da der Andrang zu groß wurde, wollte die Polizei den Zugang zum Präsidentenpalast begrenzen, wo der Leichnam des Verstorbenen aufgebahrt war. Enttäuschte Fans griffen die Beamten an, diese setzten Tränengas ein. In der ZIP2 haben wir gestern darüber berichtet, dass 10 Millionen FFP2-Masken aus China schadhaft sein könnten. Irrtümlicherweise wurde ein Bild einer Maske des Unternehmens 3M hergezeigt. Wir halten fest, dass es sich bei den schadhaften Masken nicht um Produkte von 3M handelt und bitten um Entschuldigung. Das Wetter müsste sich eigentlich auch bald einmal entschuldigen, zumindest das Wetter im Osten. Wir sind bei den Aussichten. Auch morgen gibt es bei uns ruhiges Hochdruckwetter. Das Tief über Nordeuropa wird erst am Wochenende den Osten unseres Landes mit etwas Regen oder Schneefall streifen.
Morgen ist es im Bergland wieder durchweg sonnig. Im Flachland hält sich erneut zäher Nebel oder Hochnebel. Mit der Sonne sind bis zu 10 Grad möglich, im Nebel bleibt's kalt. Am Wochenende kann es im Osten hin und wieder leicht regnen oder schneien. Im übrigen Österreich bleibt es bei der gewohnten Mischung aus Nebel und Sonne. In ORF 2 geht es jetzt weiter mit dem Wirtschaftsmagazin ECO und mit Dieter Bornemann. Wir zeigen, wie schwierig es für die heimischen Händler ist, sich gegen Online-Giganten wie Amazon durchzusetzen und was Konsumenten tun können, um Arbeitsplätze in Österreich zu retten. Dann berichten wir über die Probleme, die Distance Learning verursacht und welche wirtschaftlichen Auswirkungen die Bildungsmisere hat. Und weil in Österreich jeden zweiten Tag ein Kunstwerk gestohlen wird, schauen wir uns die Sicherheit in den Museen an. Jetzt gleich nach der ZIP 2 in ECO. Danke, Dieter. ECO gibt es jetzt gleich, die ZIP-Nacht dann um 23 Uhr in ORF 1 und uns gibt es morgen wieder zur gewohnten Zeit um 22 Uhr. Für heute noch einen schönen Abend und eine gute Nacht.